wenn man diese Kommode öffnet, bekommt man Fragen gestellt. Man soll sich verorten. Und man tut das, und wenn man sich verortet hat, drückt auf diesen Knopf, dann sieht man die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage. Von daher sieht man, wo stehe ich im Vergleich zu der Mehrheit der Leute. Dass Frauen in dem Arbeitsmarkt sich genauso als Chefinnen, als Führungspersonen identifizieren, wie es Männer in dem gleichen Alter tun. Frauen wollen zu mehr als 90% auf beiden Beinen stehen, gleichermaßen sagen aber weit über 70%, ja, ich möchte durchaus auch von einem Mann beschützt, behütet werden. Viele Frauen haben so eine Kommode über die Generationen hinweg. Normalerweise hat man da Kleider drin, Schminkzeugs drin. Mittlerweile hat man da auch den Taschenrechner drin, hat die iPhones drinnen und so weiter und so fort. Was wir hier gemacht haben, ist dieses alte Möbelstück einfach mal zu erneuern und in unseren Exponaten die Leute damit zu konfrontieren. Wo setzen sie sich eigentlich selbst ein, wenn sie vor so eine Entscheidung gestellt werden, Beruf oder Familie? Wenn sie vor die Frage gestellt werden, möchte ich eigentlich so im Privaten auch mal umsorgt werden. Wie denken Sie, dass sich die jungen Leute über die Zeit verändert haben? Sie